Moin Leute, seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dead by Daylight. Heute wieder mit Alex unterwegs. Viel Spaß mit dem Video. Kriegen wir Blutpunkte die Was denn Runde. auch überhaupt jemand hat? Ich habe davon auch noch bestimmt 40, 50 Stück. What the hell? Ja, wenn halt dieses Event ist und du dann halt viel spielst in der Zeit, da kannst du halt richtig viel damit sammeln. Das Event sollte nur mal wieder kommen. Aber ich streue sie halt nur, wenn halt wer anders halt auch was streut, weil wenn man halt, wenn halt zwei oder drei Leute halt diese Dinge halt reinwerfen, dann bringt das halt so, viel mehr, als wenn man halt immer nur eins macht. Das deckt sich halt. Ja. Genau. Deswegen bewahre ich meine immer noch auf. Aber ich kann dir Bescheid sagen, wenn wieder das Event ist. Es geht meistens eh so zwei, drei Wochen. Ich kann dir auch immer wieder mal so Codes schicken, je nachdem, ob es da wieder so Blutpunkte, Coins, Codes oder irgendwie sowas gibt. Ja, das kriege ich in letzter Zeit irgendwie auch gar nicht mehr mit. Also entweder war jetzt im letzten halben Jahr oder so nichts mehr mit Codes, oder ich kriege es einfach nicht mit. Also ich weiß, dass jetzt hier dieser neue Pride-Code halt gibt für dieses LGBTQ-Ding. Aber sonst kriege ich das nicht mit. Ah, Raccoon City. Also hier bei der Oh, mit dem Gen RPD. finden ist halt echt Kacke. Bei der Map hier ein Gen finden ist echt Kacke. Aber es gibt hier eine Stelle, wenn du da hinläufst und der Killer dich da downt und von der Stelle kriegt er dich niemals an Haken. The heck? Lass mich raten, auf der Toilette oder wo? Nee, das ist in so einer Bibliothek und da kannst du irgendwo so nach oben gehen. Und wenn du da ganz an den Rand gehst und dich da down lässt, da kriegt er dich niemals an Haken. Also das funktioniert einfach nicht. Okay, bisschen unfair. Yep. Okay. Einer wurde geschlagen. Ich merke, was du meinst mit Gens finden, das ist eher ein bisschen kacke. Man hat alles so verwinkelt, das sind unsere einzelnen Räume, ne? Ah, dadurch ist auch die Verfolgung für uns leichter. Gehe ich mal Ja, davon aus. kommt halt drauf an, welcher Killer das ist, ne? So ein Michael wäre hier doch eigentlich relativ gut, oder? Jo. Oder Ghostface. Ich hab den ersten Gen. Ah, sehr gut. Oh, Oh, nice. sehr gut. Perfekt. Geht doch gut los, die Runde. Ah, der Killer hat Groupie. Was? Das heißt, wenn man in seinem Terrorradius ist, wenn er jemanden halt hochhebt, ist man gefährdet. Was heißt gefährdet? Also inwiefern? Also man ist halt mit einem Oh, Schlag down. Ghostface! Es ist Ghostface. Ja, doch, kalter Rückenschauer hat schon was bei Ghostface. Yep. Vor allem hat er eine echt gute Map erwischt. Aber noch sieht's gut für uns aus. War das knapp. Och, Mac, zieh dir doch leichtere Stiefel an. Der ist die ganze Zeit in meiner Nähe. Okay, jetzt ist er weg. Aber meins.
Geier soll der denn sein? Suchst du immer noch nach einem Gen? Na, ich hab hier gerade ein bisschen Pipi in der Hose, weil der Typ soll die ganze Zeit in meiner Nähe sein. Okay. Du wirst jetzt auch Oh gefährdet, ja, ne? er war in Ja. meiner Nähe, holy shit. Ja. Jetzt downt er dich mit einem Schlag. Yay. Aber wir haben gleich wieder den nächsten Gen fertig, also Gens laufen. Sehr gut. Kannst du retten? Ja, ich versuch's. Wow, da ist er! Okay, passt, dann habe ich freie Bahn, oder? Ja. Der hat auch neue Jagdmusik. Das ist mir schon aufgefallen, also ich dachte mir schon, das ist doch nicht die normale Musik. Wo ist hier der Eingang? Da hat er mich. Aber nur noch ein Gen, das ist easy zu schaffen. Aber wenigstens das coole Ghostface-Kostüm an. Okay, er geht nach oben, er ist oben. Die Bibliothek. Ja, genau. Ich werde gerettet. Fuck, der hat uns gesehen. We gotta leave. Okay, er geht raus. Dann nicht. Ja, nicht, dass er jetzt anfangen will zu tunneln. Okay, ein Gen noch, das kriegen wir noch wohin. Ich wette, er hat einen Nöd. Wenn er Groupie dabei hat, dann hat er bestimmt auch einen Nöd dabei. Okay, jetzt einen Gen finden. Bist du an einem? Nee. Wir sind hier gerade so ein bisschen eingesperrt, glaube ich. Weil der ist die ganze Zeit hier in der Nähe. Ja, ich bin auch gerade bei einer Nähe mit höherer Radius. Hey, das ist ein Terrorradius, holy shit. Der Legion hat auch neue Jagdmusik bekommen. Ja, ich hab gehört, irgendwas Neues soll bei Legion sein, aber ich wusste nicht, dass es die Jagdmusik war. Ja, bei Ghostface ist es ja auch noch nicht nur die Musik, sondern halt auch die Fähigkeiten wurden ein bisschen angepasst und die Add-ons. Genau wie bei Legion. Besser für uns oder besser für den Killer? Besser für den Killer auf jeden Fall, weil die waren ja beide schon Na vorher super. eigentlich relativ schwach. Ja, stimmt. Meistens hatte man gegen Ghostface, wenn ich ein relativ leichtes Spiel. Okay, er hat voll den Tunnelblick drauf. Wie kann er durchgehend in der Nähe sein? Nein, jetzt hat er mich. Ja, wir haben jetzt durch. Er geht auf jeden Fall weg von mir. Campt nicht. Sehe ich. Du bist bei mir, ne? Ja. Okay, Morge. nice. Dann komm mal bitte kurz mit. Ich denke, wenn wir hier in die Ecke zum Heilen gehen, sind wir relativ safe. Ja, er jagt auch Radix.
Letztens hat mich mein Onkel Für einen hier, also scheiß ich habe Name, ey. jetzt, ich hab ja jetzt ein neues Zimmer und von außen kann man hier halt direkt reinschauen. So, wenn man hier aufs Grundstück drauf geht, kann man hier direkt zu meinem Fenster sozusagen gehen. Okay. Und mein Onkel hat mich letztens an einem Abend so unfassbar hart erschrocken, weil ich da eh sowieso gerade ein Horrorspiel gespielt habe. Und ich bin sehr schreckhaft. Und der hat dann so am Fenster so geklopft und halt so ein paar gruselige Geräusche halt gemacht. Ey, das war so assi. Inzwischen erschrecke ich mich bei jedem Geräusch, was aus der Nähe von meinem Fenster kommt. Hat er nicht so gekratzt oder was? Hat so leicht geklopft und dadurch, dass es draußen halt saudunkel war und es halt aus meinem Monitor halt gespiegelt hat, hat man ihn halt nicht gesehen. Und das war so gruselig, holy shit. Seitdem bei jedem Geräusch schaue ich da immer zum Fenster rüber, ob er da sein könnte. Oh shit, wir sollten uns vielleicht mal um die anderen kümmern. Holy fuck, da hängt ja noch einer, ne? Ja, wenn du hingehen willst, also ich habe keinen Bock hinzugehen, ehrlich gesagt. Nett. Fuck, den kriege ich nicht mehr, oder? Nee, ich meine, du weißt nicht, wie weit er dich hochgestalkt hat, ne? Wenn er. Ach komm, du. Okay, ja, Du ich hätte. kleine campende Fotze. Du bist so ein Arschloch. Ach Mann, Alter. Ah, nein, Groupie. Ach, Geh, Scheiße. geh, 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 geh. Wenn er Groupie hat, dann kriege ich dich da auch nicht runter. Weil sonst hätte ich einen Schlag tanken können und dann dich runterholen können, aber so. What the fuck, was passiert bei mir hier gerade? Ja, ich sehe es auch, er steht neben dir und guckt dich an. Nein, ich meine, bei mir passiert hier gerade komisches Zeug. Oder Ich. versuch nochmal, bleib einfach mal hängen. Der Groupie ist gleich abgelaufen. What the hell? Okay, danke. Ja, dafür bin ich down. Scheiße. Aber Oh Mann, du hättest gehen sollen. nein, ist vollkommen okay, dafür habe ich Stacks gesammelt. Wir werden ewig Lebensstacks gesammelt. Dann soll ich jetzt gehen, oder was? Ja. Also insgesamt habe ich dadurch jetzt mehr Blutpunkte bekommen. Weil ich habe dadurch einen Schutztreffer noch eingesammelt und ich habe einen Haken geholt. Das heißt, ich bekomme jetzt insgesamt 50% mehr Blutpunkte. Ach Mann, ey. Danke schön. Es war eine Win-Win-Situation für uns beide. Wirklich. Also von den Punkten her. Okay, wenn du so siehst. Ja. Das war's für heute mit Dead by Daylight. Lasst gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao, Dio.